Sämtliche Produkte in diesem Video, die ich benutze, sind von der Firma Hänzlers zu finden auf hänzler.shop. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen bei Hänzlers Schnelle Nummer. Heute gibt es einen deutschen Fleischsalat, Mensch! Deutscher Fleischsalat. Aus der Abteilung wenig Zeit, wenig Zutaten, viel Geschmack. 5 Minuten Kochzeit heute wieder. Also, ihr alle habt ja hoffentlich das letzte Video gesehen mit dem italienischen Fleischsalat. Heute hier, folgende Zutaten brauchen wir. Die andere Hälfte vom Rumpsteak haben wir hier. Weiße Zwiebeln, klassischen deutschen Speck, bisschen Baguette. Kommt eigentlich raus aus Deutschland, ne? Eine Gurke, krause Petersilie, Essig und Butter. So, Achtung, ich mache mal alles bereit. Pfanne machen wir an. Und dann, piep, geht los. Jetzt hier, bisschen Bratöl mit Knoblauchgeschmack. Dann das Fleisch, könnt ihr würzen, Salz, Pfeffer. Ich nehme heute mal ein bisschen Barbecue-Style. Ein Barbecue-Gewürz, um nochmal eine andere Note reinzubekommen. Salz, Pfeffer reicht aber auch völlig aus. Fleisch geht in die Pfanne. Dann gehen wir direkt an die weißen Zwiebeln. Hinten den kleinen Schnuffi rausschneiden. So. Das gleiche machen wir mit der hier. Ihr merkt schon, wird ein bisschen zwiebeliger heute. Jetzt hier, warte, der kommt weg. Runterschneiden. So. Na, falsch rum. Egal. Schmeckt sowieso alles gleich. Ich würde sagen, 1,5 Zwiebeln reicht sogar. 2 wäre vielleicht tatsächlich ein bisschen zu viel. Jetzt kommt die Zwiebel hier auf die eine Seite, verteilt. Dann ein bisschen Speck in grobe Würfel schneiden. So. Und das gleiche, der Speck kommt auch auf die gleiche Seite hier. Ein bisschen daneben. Dann haben wir jetzt hier unser Baguette, geht natürlich auch Toastbrot. Und das schneiden wir die Größe genauso, wie wir gerade den Speck und die Zwiebel geschnitten haben. Auch so in solche Würfel. Et voilà. Komm her. So. Das Ganze jetzt hier auf die andere Seite. Und dann fangen wir schon mal an, ordentlich Butter dazu geben, weil wir wollen heute natürlich ein bisschen Nussbutter auch in der Pfanne haben. Packen die Butter hier drüben, wo das Brot ist. Nehmen das Steak mal zwischendurch, drehen das schon mal um. Verrühren jetzt ein bisschen hier die Zwiebeln. So. Butter schmilzt hier an. Wir können auch noch mal auf die Zwiebeln ein kleines bisschen Bratöl mit Knoblauch geben. So, das heißt alles in einer Pfanne. Wir nutzen jetzt die Zeit, haben jetzt hier unsere gewaschene Gurke mit Schale. Schneidet ihr jetzt runter bis zum Fruchtfleisch. So. Das Fruchtfleisch könnt ihr euch einfach so in den Hals schieben und essen. Guten Appetit. Für den Salat ist das ein bisschen zu wässrig. Und was wir jetzt machen hier, die Gurke, die wir vorher in diese Scheiben geschnitten haben, schneiden wir jetzt in dünne Streifen. So. Das gleiche machen wir hier. Einmal komplett. Ich würde Schale tatsächlich dran lassen. Einfach ein bisschen mehr Geschmack. Muss man sagen, die Schale hat noch diese leichte Bitternote, die die Gurke früher hatte. Früher war die ja viel bitterer. Ist ja mittlerweile rausgezüchtet. So. Jetzt sehen wir hier. Beim italienischen Fleischsalat haben wir mit Basilikum gearbeitet. Jetzt arbeiten wir mit der ganz klassischen deutschen krausen Petersilie, die auch ein sehr geiles Aroma hat. Passt natürlich super zur Gurke, zu unseren gebratenen Zwiebeln. Jetzt gehen wir mal in die Pfanne rein und schauen mal ein bisschen. So, drehen das Fleisch nochmal. Jetzt vermischen wir alles, weil das kommt nämlich gleich auch mit zum Salat. Was ich jetzt machen würde, einmal kurz Fleisch raus. Jetzt ziehen wir die Hitze mal ordentlich hoch. Noch ein bisschen Butter dazu. So, noch ein Flöckchen. Würzen auch das Ganze jetzt hier. Natürlich, Salz, Pfeffer reicht völlig aus. So. Man könnte jetzt natürlich auch mit dem Barbecue-Gewürz, was ich beim Fleisch hatte, hier mit reingehen. Das mache ich auch. Aber für euch zu Hause, wenn ihr sowas nicht habt, Salz, Pfeffer reicht. Durchschwenken, dass die Zwiebel jetzt ihre Schärfe verliert. Weil wir wollten heute bei diesem sozusagen deutschen Salat nicht mit der roten Zwiebel arbeiten. Fummeln weiter an der Petersilie rum. So. Jetzt haben wir hier geröstetes Brot, gerösteten Speck. Nehmen das aus der Pfanne raus, lassen das Fett aber noch in der Pfanne. So. Bisschen aufpassen. So. Das kommt dazu. So. Setzen jetzt die Pfanne wieder auf. In die Butter kommt unser Steak rein. Hier, ihr wisst, heute. Heute ist der Traumtag für mich, du. Ein Paket Butter. Jetzt haben wir hier schon mal unseren Salat.
rühre das schon ein bisschen durch. Dann als Säure, keine Zitrone, keine Limette, ganz normaler Weißweinessig. Da könnt ihr selber ein bisschen gucken, wie sauer ihr werden wolltet. Und wie ihr werden wollt. Ich bin ja einer, der tierisch auf Säure steht. Ne? So, jetzt hier das Fleisch. Schön mit der Butter leicht anarrosieren. Das also, richtig gut passen würde. Ne? Das stimmt. Kleines bisschen Senf. Hätte richtig gut. Guck ich gleich nochmal. Ja, ja, mach ich gleich. So. Schau mal hier, wir drehen nochmal. Haben wir ein wunderbares Stück Fleisch. Ziehen das jetzt zur Seite. Jetzt nehme ich hier, guck mal, das obere, nur hier, wo der Geschmack ist. Hier noch mit rein. Mach den kleine Fingerprobe hier. So. Sag mir, alles klar, das passt. Drück auf den Knopf. 5 Minuten Kochzeit ist in diesem Moment um. Und jetzt nehmen wir uns aber wieder die Zeit, das Fleisch ein bisschen ruhen zu lassen. Und in der Zeit hole ich noch ein bisschen Senf. Bis gleich. Kleines bisschen Senf dazu. Und jetzt haben wir hier unser Fleisch. Ich würde außen diese Fettkante jetzt für so einen Fleischsalat, finde ich das mal ein bisschen komisch, eher wegschneiden. So, das Fleisch selber. Ne? Gucken wir mal. Jawollo. Das passt doch schon wieder perfekt. Je nachdem, wie lange es ihr wollt. Ich stehe auf dieses bisschen Medium, Touch Rare sogar noch drin. Sonst lasst es in der Pfanne ein kleines bisschen länger drin, beziehungsweise noch ein bisschen länger ruhen. Hier ist wieder so eine Fettkante. Für so einen Fleischsalat würde ich es immer rausschneiden, weil das ist dann, wenn ein Steak so ist, völlig in Ordnung drauf zu beißen. Und das schmeckt ja auch, aber in so einem Fleischsalat, da wollen wir nur das gute Zeug haben. Jetzt hier vermengen. Kriegt auch eine schöne, so eine leichte gelbe Farbe durch den Senf. Bringt auch noch eine leichte Schärfe mit sich. Dann wird das Ganze angerichtet. Oh, guck mal hier, du. Das ist doch vom Feinsten, ey. Deutscher Fleischsalat. Guten Appetit. Dann gucken wir mal. Hier haben wir alles mit. Das schmeckt fein. Säure, der Essig ist natürlich ein bisschen. Ist eine etwas einfachere Säure. Das ist nicht die Fruchtigkeit, sondern einfach so ein saurer Peak. Aber geil mit dem knusprigen Brot. Die Petersilie, der Senf, super Idee. Geil. Sehr gut. Ich sag mal so, kocht es nach. Wenig Zeit, wenig Zutaten, viel Geschmack. Happy Day, hier kommt die Einkaufsliste. Sehr gut. Und die Einkaufsliste für den deutschen Fleischsalat. Für 2 Personen braucht ihr einen Rumpsteak à 200 Gramm, eine halbe Gurke, 2 weiße Zwiebeln, ein Stück Baguette, 1 Bund krause Petersilie, einen Teelöffel Senf, 4 Esslöffel Butter, 3 bis 4 Esslöffel Essig, 100 Gramm durchwachsenen Speck und ich habe heute gewürzt mit Barbecue-Gewürz. Das war Henslers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter henslers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.